Wir sind bei der Besprechung von verschiedenen Bezugssystemen und haben gestern das allgemein diskutiert und haben besprochen, dass wir zwei verschiedene Bezugssysteme betrachten wollen, wobei eines, das System S, ein Inertialsystem sein soll und das andere, das S-Stern, nennen wir heute S-Stern, auch S-Quer nennen können, wir sagen heute S-Stern dazu, das ist dann ein relativ dazu bewegtes Bezugssystem. Bewegung kann vielerlei sein. Das kann eine Translation sein, das kann eine Rotation sein. Beides gleichzeitig werden wir nicht betrachten. Das ist ein bisschen umständlich. So, es ist gut, bei solchen Überlegungen sich das schrittweise anzuschauen. So betrachten wir also zunächst die Translation eines Systems S-Stern relativ zu S. Beide S und S-Stern, diese beiden Systeme, seien versehen mit einem kartesischen Koordinatensystem mit entsprechend orthonormalen Basisvektoren EX-Dach, EY-Dach und EZ-Dach. Jetzt haben es meine Finger schon oft gesehen in dieser Konfiguration. Und das jeweils andere Bezugssystem S-Stern hat dann auch solche drei, aber die können dann relativ zu dem ersten sich translatorisch bewegen. Und nachdem wir also den Fall nur der Translation ohne Rotation betrachten, machen wir es auch einfachheitshalber so, dass diese beiden Basisvektorsysteme EX-Dach, Y-Dach, Z-Dach und die mit Stern stets parallele Basisvektoren beibehalten. Also das bewegt sich dann irgendwie so, das S-Stern. Aber es werden immer die EX und EX-Stern und EY und EY-Stern zueinander parallel bleiben, weil eben keine Rotation vorliegt. Wir werden heute dann auch noch zur Rotation kommen, dort ist das anders. Und außerdem sagen wir zur Zeit t gleich 0, so setzen wir heute unsere Stoppuhr sozusagen, unsere Lokalzeit, stimmen die beiden Ursprünge überein und dann stimmen beide Basisvektorsysteme identisch überein und dann bewegt sich das S-Stern also aus dem S heraus. Nun, da kann man jetzt verschiedene Bewegungen vorsehen und wir wollen zwei Bewegungen betrachten. Die eine besonders einfach. Wir beginnen ja immer, wo es möglich ist, besonders einfach, dass sich also das System S-Stern relativ zum System S mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt. Gleichförmig bewegte Bezugssysteme. Und wenn man sich das durchrechnet, sehr einfach durchzurechnen, kommt man also zur berühmten Galilei-Transformation, die ich also jetzt noch einmal aufschreiben möchte. Gestern hatten wir sie schon aufgeschrieben. Der Ortsvektor im System S-Stern, das ist also R-Pfeil-Stern, ist einfach gleich dem Ortsvektor im ursprünglichen System S, das wir heute dann auch oft als unbewegtes System betrachten, obwohl das keine besonders gescheite Aussage ist, weil relativ wozu ist es denn unbewegt? Aber ein Inertialsystem ist es. Das ist schon eine gescheite Aussage. Das kann man überprüfen, ob es ein Inertialsystem oder nicht ist oder nicht. R Stern minus U mal t, wobei u die konstante Geschwindigkeit des Systems S-Stern relativ zum System S ist. Und dann haben wir ordnungshalber noch dazu geschrieben, t-Stern gleich t, eine scheinbare Trivialität im Rahmen der klassischen Physik, Zeiten misst man überall gleich, das weiß man doch. Stellt sich aber heraus, vieles, was man eh weiß, ist dann doch nicht so. Und um das also dann jetzt hier schon so klarzustellen, schreibe ich es eben dazu, mit Blickrichtung darauf, dass wir auf diese Galilei-Transformation noch einmal zurückkommen werden im kommenden Sommersemester, wenn wir über relativistische Effekte sprechen werden, wie sie sich aufgrund der Behandlung der Elektrodynamik
dann zwingend ergeben. Also an sich hätte eh jeder gleich draufkommen können, nicht? Dass das so ist, aber ist halt nicht, nicht. Und dann ist halt einer, der Herr Einstein, draufgekommen und hat damit den großen Coup gelandet. Nicht? Also jedenfalls sei ihm vergönnt, einer muss ja draufkommen. Nicht? Das ist also wirklich eine tolle Sache. Aber Sie werden sehen, es ist eigentlich ganz einfach, wie so viele Dinge eigentlich letztlich einfach sind. Und die damit in Zusammenhang stehende Lorentz-Transformation ist dann nichts anderes als eine Verallgemeinerung dieser Transformation auf hohe Geschwindigkeiten. Also wenn das U sehr groß wird, in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, dann stimmt das nicht mehr. Das kann man aber im Rahmen der klassischen Physik nicht wissen. Und daher kann ich jetzt dazu sagen, das stimmt dann, wenn die Geschwindigkeiten klein gegen die Lichtgeschwindigkeit sind. Aber das kann man natürlich im Rahmen der klassischen Mechanik so nicht bestimmen. Naja, also daher hat diese Galilei-Transformation eine wichtige Bedeutung, so quasi als Baseline, als Ausgangspunkt für die Relativitätsmechanik. Und um Sie gleich zu beruhigen, wenn man die relativistischen Formeln nimmt und die für kleine Geschwindigkeiten aufschreibt, dann wird das mit aller Genauigkeit wieder zu dieser Gleichung. Also das ist nichts Falsches. Im Rahmen der Bereiche, für die es anwendbar ist, ist es okay. Also ich sage Ihnen da nichts Schlechtes. Es ist nur halt beschränkt auf einen gewissen Bereich, aber das, haben Sie ja schon ein paar Mal gesehen, ist eben immer so. Wir haben nichts absolut ewig überall Gültiges, sondern es gibt halt immer nur gewisse Bereiche, in denen gewisse Gesetzmäßigkeiten halt dann festgestellt werden. So ist es, das ist immerhin schon was, dass man das kann. Also jetzt ist diese Galilei-Transformation hier aufgeschrieben und damit man sich das also vorstellen kann, was diese an sich sehr einfache Beziehung eigentlich soll, werden wir einmal die Geschwindigkeit ausrechnen. Aber natürlich, da ergibt sich die Sache, was für eine Geschwindigkeit. Wir haben jetzt zwei Bezugssysteme. Man kann eine Geschwindigkeit bezüglich des Systems S und des Systems S-Stern betrachten. Wir betrachten also einen Massenpunkt oder ein Teilchen, einen Körper, der sich halt im Raum irgendwie bewegt mit einer Geschwindigkeit. Und wir schauen uns jetzt an, wie groß ist seine Geschwindigkeit relativ zu S und relativ zu S-Stern. Naja, diese Geschwindigkeit relativ zu S, die bezeichnen wir als V und das ist einfach dr nach dt. Was soll es denn anderes sein? Geschwindigkeit relativ zu diesem Inertialsystem S. Aber man kann natürlich mit genau solcher Berechtigung die Geschwindigkeit relativ zu dem anderen System S-Stern betrachten und die nennen wir jetzt V relativ. Und das ist dr-Stern nach dt. Denn wenn ich aus der Sicht des Systems S-Stern die Sache anschaue, dann wird derselbe Massenpunkt, dasselbe Teilchen, nur den Ortsvektor R-Stern haben. Und dessen zeitliche Änderung ist dann natürlich dann die Geschwindigkeit relativ zu diesem System S-Stern. Also schreibe ich hierher Geschwindigkeit relativ zu S-Stern. Das ist natürlich ein bisschen schwach, diese Bezeichnung, weil da sage ich ja auch, es ist relativ. Warum steht da nicht auch V relativ? Wir schreiben es halt so. Das V ist die Geschwindigkeit, deswegen schreibe ich es ja so genau her, dass Sie es sehen. Die Geschwindigkeit relativ zu S und V relativ, dann die relativ zu S-Stern. Sie wollten was? Bitte, ein bisschen lauter. Na, warten Sie nur. Warten Sie nur. Kommt gleich heraus. Warten Sie ab. Die Frage möchte ich jetzt gar nicht wiederholen, weil wir beantworten sie sowieso sofort. Das ist okay. Aber ich will nur noch einmal betonen angesichts dessen, das kommt uns alles riesig einfach vor. Aber ich möchte Ihnen jetzt an einfachen Schritten das vorführen, dass wir es dann bei beschleunigten und bei rotierenden Systemen in ganz gleichartiger Weise durchführen. Und dort werden Sie sehen, ist es nicht mehr so einfach. Und da machen wir die gleichartigen Schritte wieder und schauen uns an, wie dort die Geschwindigkeiten ausschauen. Bitte. Das war ja dann
Aber jetzt haben Sie geschrieben, es ist von klein r nach petit. Also die Frage war, ob wir das U-Pfeil gestern nicht nach d groß r nach dt definiert hätten. Natürlich haben wir das. Das U ist die konstante Geschwindigkeit des Ursprungs O-Stern, des Systems S-Stern, relativ zu S. Wenn wir diese Geschwindigkeit annehmen, ergibt sich diese Galilei-Transformation für die Transformation zwischen S und S-Stern. Und was ich jetzt hergeschrieben habe, ist, dass V die Geschwindigkeit eines Massenpunkts, den haben wir gestern noch gar nicht betrachtet, relativ zu S gleich dr nach dt ist und V relativ zu S-Stern dr-Stern nach dt. Wobei klein r und klein r-Stern, und das stand gestern schon an der Tafel in der Zeichnung, die Ortsvektoren dieses Massenpunktes in Bezug auf das eine und das andere System sind. Wo sehen Sie da einen Widerspruch? Ja, sowieso. Steht ja eh da. Ah, Sie haben glaubt, da steht U. Na, gehen's. Ich kann das nicht anders schreiben. Das ist U und das ist V. Ich tue, was ich kann. Also, ich sage in aller Deutlichkeit, das ist U und das ist V. Und, okay. Okay. Naja, aber so Kleinigkeiten können dann zu nachhaltigen Verständnisproblemen führen. Und das wollen wir ja nicht haben letzten Endes. Gut, naja, also wenn wir das jetzt haben, können wir uns ja bemühen, das ist ja jetzt nur mal eine Definition, nicht? Aber eine naheliegende Definition. Jetzt rechnen wir es aus. Rechnen wir dieses dr, das v reell und das v wirklich aus. Also rechnen wir uns zum Beispiel dr Stern nach dt aus. Na, da brauchen wir da oben ja nur die erste Zeile differenzieren, nicht? Und dann haben wir, das ist dr nach dt minus u. Und daraus erkennen Sie natürlich sofort eine einfache Schlussfolgerung, nämlich die Relativgeschwindigkeit des Körpers relativ zu dem System S-Stern ist gleich die Geschwindigkeit relativ zu S minus U. So hängt das zusammen. Und was bedeutet das? Nehmen Sie das Beispiel eines fahrenden Zuges. Das ist immer so ein bisschen infantil, aber andererseits, also für mich ist es irgendwie hilfreich, dass man nicht nur von S und S-Stern redet, sondern von dem Bahnsteig und dem Zug. So wie die Quantenleute da mit von Alice und Bob sprechen, anstatt Beobachter A und Beobachter B. Irgendwie hilft einem das, finde ich. Also so wie wir das jetzt halt auch so machen. Nicht? Das System S ist der Bahnsteig und das ist ja auch ein Inertialsystem in guter Näherung, wenn man von der Erdrotation absieht. Und das System S-Stern ist also dann der jetzt in diesem Beispiel gleichförmig dahinfahrende Zug, der halt durch den Bahnhof durchfährt und dort keine Station hat. Es gibt ja so, nicht? Durch Gramat-Neusiedl fährt der Zug einfach durch mit konstanter Geschwindigkeit. Das ist die Situation, die wir uns jetzt vorstellen. Nicht? Und da haben wir die Relativgeschwindigkeit relativ zum Zug. Und das ist die Geschwindigkeit relativ zum Bahnsteig. Nicht? Und da kann man also sofort erkennen, falls der Massenpunkt relativ zu dem Bahnsteig in Ruhe ist, dann ist das dr nach t, das ist der Bahnhofsvorstand, der dort schaut, wie der Zug durchfährt durch Gramat-Neusiedl. Wenn also der ruht relativ zu s, dann wird seine Relativgeschwindigkeit relativ zum Zug gleich minus U sein. Denn der da drin sitzt und schaut, sieht, dass der Bahnhofsvorstand noch hinten an ihm vorbei, während er mit dem Zug noch vor. Jedes Kind versteht das. Und da kann man sich das sofort vor Augen führen, was das bedeutet. Nicht? Aber andererseits, man kann das nicht sofort auch umdrehen, indem man das auf die andere Seite bringt, das U, dann haben wir dr nach dt ist gleich dr Stern nach dt plus U-Pfeil. Nicht?
haben Sie das U auf die andere Seite. DR nach DT ist DR, Stern nach DT plus U. Und jetzt wieder kann man sagen, falls der Massenpunkt relativ zu dem bewegten Zug in Ruhe ist, das ist also der Reisende, der da drin sitzt und beim Fenster ausschaut, dann wird die Relativgeschwindigkeit diesen selben Reisenden relativ zum Bahnsteig gleich U sein. Ja, na, wenn der Bahnhofswärter da schaut und der Zug fährt vorbei, dann sieht er natürlich auch den Reisenden mit der Geschwindigkeit U vorbei. Und das ist plus U, weil er ja mit dem Zug sich... Also ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Das sollte selbst evident sein. Also das kann man hier sofort ablesen. Naja, und was man außerdem noch kann, und das ist jetzt irgendwie blöd, das hätte ich da noch gern untergebracht, also verzeihen Sie eine gewisse Inkonsistenz des Tafelbildes, wir können jetzt auch noch die Beschleunigungen berechnen. Also zuerst haben wir Berechnung der Geschwindigkeit, jetzt haben wir Berechnung der Beschleunigung. Na, das ist aber so einfach, dass sich das sogar in diesem kleinen Unterabschnitt meines es etwas merkwürdig gegliederten Tafelbildes hier unterbringen lässt. Wir können ja das dr Stern nach dt noch einmal nach der Zeit ableiten. Dann haben wir d2r Stern nach dt Quadrat. Und wenn man das da gleich hernimmt, haben wir d2r nach dt wieder Quadrat und das u ist ja eine Konstante, die Ableitung nach der Zeit ist daher 0. Daher ist das gleich d2r nach dt Quadrat. Und natürlich überall profitieren wir enorm davon, dass die Zeit immer dasselbe ist. Wenn das nicht wäre, müsste man also riesig aufpassen. Das macht die Geschichte dann in der Relativitätsmechanik etwas unangenehmer. Da muss man so viel genauer aufpassen. Nicht? Naja, das ist halt so. Aber solange wir also so schneckenhaft langsam sind, relativ zum Licht, und das sind wir ja eigentlich immer, und das wird auch so bleiben, also dass wir uns einmal mit einer Rakete mit 9/10 Lichtgeschwindigkeit bewegen, darauf können wir alle, obwohl sie viel jünger als ich sind, auch sie werden das nicht erleben. Das ist also nicht abzusehen, dass man das kann. Also das ist alles ganz gut gültig für viele praktische Zwecke. Aber natürlich nicht für Elementarteilchen, die mit 0,995 mal Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Da schaut die Welt ganz anders aus. Aber davon ist jetzt nicht die Rede. Also was sehen Sie hier? Diese Beschleunigungen sind gleich aus der Sicht der beiden Systeme und nachdem Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist, Newton 2, sind auch die Kräfte gleich, damit ist die ganze Physik gleich und alles schaut gleichartig aus und insbesondere ist daher auch das andere System, das bewegte da, das gleichförmig bewegte System, ebenso wie das System S, ein Inertialsystem, weil die Physik die gleiche ist, die Grundgesetze die gleichen sind, sich nichts ändert. Also wenn sich ein System gleichförmig bewegt, relativ zu einem Inertialsystem, ist es wieder ein Inertialsystem. Also der gleichförmig dahinfahrende Zug ist genauso ein Inertialsystem wie der Bahnsteig. Deswegen kann man auch gemütlich seinen Kaffee im Speisewagen vor sich stehen haben und er rutscht dann nicht vom Tisch, es gibt keine zusätzlichen Kräfte, alles funktioniert. Können Sie sich sicher gut vorstellen. Also jetzt ist also die Szene gesetzt, jetzt können wir weitergehen. Und können es um ein Stück komplizierter machen. Und zwar anstatt jetzt also gleichförmig bewegte Bezugssysteme anzuschauen, schauen wir uns jetzt gleichförmig beschleunigte Bezugssysteme an. Wie der Translation, aber gleichförmig beschleunigt. Und da wollte ich da eben neu anfangen. Gleichförmig beschleunigte Bezugssysteme. Und da ist das Ganze natürlich um ein kleines Stück komplizierter. Da tritt jetzt auf einmal was qualitativ Neues auf, was ich Ihnen eben in aller Deutlichkeit hier vorführen möchte. Naja, jetzt soll also das System S
Stern mit dem Ursprung O-Stern sich gleichförmig beschleunigt relativ zu O oder S bewegen. Insbesondere wird sich O-Stern gleichförmig beschleunigt bewegen relativ zu O mit konstanter Geschwindigkeit, Beschleunigung natürlich, konstanter Beschleunigung a Pfeil. Das setzen wir jetzt also voraus. Konstante Beschleunigung ist natürlich wichtig. Naja, was werden wir dann haben? Ich zeichne das nimmer mehr auf, was wir gestern schon gehabt haben. Das eine System mit O und das andere mit O Stern und einen gewissen Massenpunkt. Und da haben wir dann von da jeweils den Ortsvektor. Und wir haben den Verbindungsvektor. Der ist Groß-R-Pfeil, auf den hat der Kollege vorhin hingewiesen. Das ist also der Ortsvektor, den wir uns jetzt überlegen, gleich wieder eben des Ursprungs O Stern aus der Sicht des Ursprungs O des Inertialsystems. Denn S ist allweil ein Inertialsystem. Ihr müsst von irgendeiner sicheren Basis ausgehen, gewissermaßen. Also was wird gelten? Es gilt in diese, auf diese Weise dann natürlich, dass D2 groß R nach dt Quadrat, also die Beschleunigung von O Stern relativ zu O gleich ist dieser konstanten Beschleunigung a und daher ergibt sich das, wenn man da einmal integriert, dr nach dt ist also daher gleich dann, wenn man integriert a mal t und plus eine konstante u, also ein u plus ein a Pfeil mal t. Rückdifferenzieren zeigt sofort, es passt. Das U muss eine Konstante sein. Also haben wir, wenn wir differenzieren, du nach dt ist 0. Und wenn wir da mal t nach t differenzieren, kommt a heraus. Das ist eine Integrationskonstante. Und wenn man noch einmal integriert, kommt man dann also drauf, dass das R-Pfeil eben gegeben ist. Na, bleibt doch stehen, was glaubt denn das Ding? R-Pfeil ist dann gleich U mal T plus A-Pfeil mal T Quadrat halbe. Warum machen wir kein R0? Weil wir ja weiterhin und immer voraussetzen, zur Zeit T gleich 0 fallen die zwei Ursprünge zusammen. So wählen wir heute die Situation. Das kann man durch entsprechende Wahl des Zeitmaßstabs und der Lage der Ursprünge immer erreichen. Also für t gleich 0 wird auch der Ortsvektor von O Stern relativ zu O gleich 0 sein. Also haben wir hier dieses R-Pfeil. Na und jetzt kommt ja wieder die Beziehung die wir gestern aus dem Diagramm, ich zeichne es, wie gesagt, nicht nochmal auf, Sie können es ja aufblättern, abgelesen haben, dass das R-Stern gleich ist R minus groß R. Eine ganz einfache Beziehung, die sich einfach daraus ergibt, dass Sie einen Massenpunkt aus der Sicht zweier Bezugssysteme anschauen. Wenn das eben gilt, ergibt sich damit sofort, dass eben das R-Pfeil Stern jetzt gegeben ist als, wieder Transformationsgleichung, R-Pfeil minus, und das R groß ersetzen wir ein, minus U-Pfeil mal T und minus A-Pfeil mal T Quadrat halbe. Und andererseits, ja, R-Pfeil minus groß R, und groß R ist das. Sie setzt es einfach negativ ein. Nicht? Und wieder sagen wir natürlich, T-Stern ist gleich T,
um sicherzustellen, was wir hier machen. Obwohl das der Newton nicht hingeschrieben hat, weil wozu hätte es denn sollen, war ja eh klar. Also damit haben wir hier die zugehörige Transformation, das entspricht dieser Galilei-Transformation, die hat aber keinen besonderen Namen. So wichtig sind diese gleichförmig bewegten, gleichförmig beschleunigten Bezugssysteme nicht, als dass man dem jetzt einen besonderen Namen geben müsste. Wohl aber werden wir jetzt wieder, und zwar ganz in ähnlicher Weise, wie wir das hier gemacht hatten, einmal die Geschwindigkeiten berechnen. So, wir machen das jetzt wirklich ganz genau Schritt für Schritt wieder, dass Sie sehen, wie das eben überall dasselbe ist. Berechnung der Geschwindigkeiten. Und da rechnen wir uns also zunächst einmal das dr Stern nach dt aus. Naja, da brauchen wir da ja nur durchdifferenzieren, das ist ja total einfach. dr Stern nach dt ist dr nach dt. Und was haben wir da? Wenn man das u mal t nach t ableitet, dann kommt einfach u heraus, minus u, und wenn man das nach der Zeit differenziert, das u und das a sind ja beide Konstanten, also haben wir hier t Quadrat differenziert sind 2t, halbe ist t, also bleibt da dann stehen, wenn man den letzten Term differenziert, einfach a Pfeil mal t, a Pfeil halbe, was? A Pfeil mal t, natürlich. Minus A Pfeil mal t. Na gut, und daraus lässt sich natürlich jetzt sofort, indem man wieder da das dr nach dt daraus herausrechnet, ermitteln, so wie wir das da hier auch gemacht haben, nicht? Einfach das andere herausrechnen. Diese zwei Terme auf die andere Seite. Haben wir also dr Stern nach dt plus u plus a Pfeil mal t. Und man kriegt damit sofort, wenn der Massenpunkt p in S Stern ruht, das schreibe ich jetzt ein bisschen ausführlicher auf, während da habe ich das nur gesagt, weil es eh so klar war. Aber jetzt schreibe ich es ein bisschen ausführlicher auf. Falls der Punkt P, wo der Massenpunkt sich eben befindet, wenn dieser Punkt P in S Stern ruht, was ist dann? In dem Fall ist es dann so, dass seine Geschwindigkeit relativ zu S, das ist also das V-Pfeil, die Geschwindigkeit relativ zu S, dr nach dt, dass dieses dr nach dt dann ausgedrückt werden kann als u plus a mal t. Weil dr Stern nach dt ist 0. Wenn p in s Stern ruht, dann ist dr Stern nach dt 0. Und dann ist v gleich u plus a mal t. Aber falls p in s ruht, dann bedeutet das, dass also in dem Fall das V relativ, wenn es in S ruht, ist das gleich 0, das ist das V relativ, gegeben ist als minus U minus A Pfeil mal T. So schaut das aus. Und jetzt, nachdem wir das haben, wollen wir uns die Beschleunigungen ausrechnen. So wie wir das ja hier auch gemacht haben. Berechnung der Beschleunigung. Vielleicht lohnt es sich ganz kurz zu überlegen,
wie denn das hier ist mit dieser anschaulichen Bedeutung dieser Gleichungen. Und da verwende ich wieder dieses Bild mit dem Zug und dem Bahnsteig. Aber jetzt ist es ein beschleunigter Zug. Also jetzt kann man zum Beispiel sagen, er fährt gerade aus der Station aus. Er ist wirklich stehen geblieben. Entweder es war eine größere Station oder so ein Lokalzug, der auch in Grammat-Neusiedl stehen bleibt. Und wenn der also dann herausfährt, beschleunigt, dann hat man diese Situation, dass man also nach wie vor das System S ist das am Bahnsteig und das System S Stern ist der Zug, wenn er beschleunigt aus der Station herausfährt. Und in dem Fall ist es jetzt so, wenn der Punkt relativ zu S Stern ruht, das ist der Mitreisende im Zug, dann ist dessen Geschwindigkeit aus der Sicht des Bahnsteiges gleich eine Anfangsgeschwindigkeit, die Null ist, wann er heute in der Station in Ruhe war, und dann plus A Pfeil mal T. Also mit zunehmender Zeit wird er dann immer schneller und ist dann draußen aus dem Bahnhof. Und andererseits, wenn der Punkt P in S ruht, das ist also dann der Bahnhofswärter, nicht? Der ruht am Bahnsteig, steht dort und schaut zu. Und dann haben wir also die Relativgeschwindigkeit, die er relativ zum Zug hat, ist dann entsprechend minus A Pfeil mal T, weil aus der Sicht des Reisenden sich der nach hinten beschleunigt wegbewegt. Ich glaube, das ist leicht vorstellbar. Gut, ja, alles das ist so einfach und dann kommt doch was Merkwürdiges heraus. Nämlich, wenn wir jetzt die Beschleunigungen berechnen, was haben wir dann? Dann haben wir d2r Stern nach dt Quadrat. Na, da müssen wir da noch einmal differenzieren, nicht? Das ist dr, d2r nach dt Quadrat. Das U ist konstant, differenziert ist weg und das A mal T differenziert nach der Zeit gibt ein Minus A. Und A ist eine konstante Beschleunigung. Wir haben eine gleichförmig beschleunigte Bewegung von S Stern gegen S. Und andererseits können wir aus dem natürlich jetzt sofort wieder umgekehrt das D2R nach dt Quadrat ausrechnen. Und das ist dann d2r Stern nach dt Quadrat plus a. Und was bedeutet jetzt das? Das wollen wir also jetzt physikalisch interpretieren. Sie sehen, jetzt sind die Beschleunigungen nicht gleich. Und damit ist die Physik nicht dieselbe. Und damit ist auch dieses beschleunigte System kein Inertialsystem mehr. Und was bedeutet das jetzt? Die physikalische Interpretation ist die folgende. Wir betrachten zwei Fälle. Der eine, der Massenpunkt, um den es geht, sei unbeschleunigt in S. Also der eine Fall ist, der Massenpunkt sei unbeschleunigt gegen S. Im einfachsten Fall können wir auch annehmen, er kann auch ruhend sein. Denn wenn er ruht, ist er auch unbeschleunigt. Unbeschleunigt oder ruhend gegen S. Und was werden wir dann beobachten? Na, wenn er unbeschleunigt oder ruhend ist gegen S, und S ist ja definitionsgemäß, voraussetzungsgemäß ein Inertialsystem, und es ist also unbeschleunigt, dann wirken auf ihn offenbar keine Kräfte. Und nachdem wir jetzt mit verschiedenen Orten von Kräften eben es zu tun haben werden, sage ich da, um das also besonders zu betonen, es wirken keine eingeprägten Kräfte. Kräfte.
Ja, denn würden Kräfte wirken, dann wäre er ja relativ zu dem Inertialsystem S beschleunigt. Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Wenn er unbeschleunigt oder gar ruhend ist, dann ist es nach ersten Newtonschen Axiom, dann ist er kräftefrei. Sonst wäre er ja nicht unbeschleunigt, relativ zu dem Inertialsystem S. Das muss also so sein. Dann ist also d2r noch dt Quadrat gleich 0, unbeschleunigt gegen S. Das haben wir ja hier jetzt so vorausgesetzt. Und daher, wenn wir das jetzt einsetzen, d2r noch dt Quadrat gleich 0, dann ist d2r Stern noch dt Quadrat gleich minus a. Also aus der Sicht des gleichförmig beschleunigten Bezugssystems hat dieser Körper jetzt eine Beschleunigung. Die Beschleunigung minus a Pfeil. Und natürlich wird der Beobachter in S eben keine Kraft beobachten, keine Kraft, ja, weil eben, haben wir vorhin gerade gesagt, dass d2r noch dt Quadrat gleich 0 ist und daher wirkt eben aus seiner Sicht keine Kraft. Aber der Punkt ist nun, der Beobachter in S Stern für den zeigt sich ja hier eine Beschleunigung. Und wenn der einfach so vorgeht, wie er sich das halt aufgrund seiner newtonschen Axiome vorstellt, dann geht er davon aus, wenn da eine Beschleunigung vorhanden ist, dann mache ich dafür eine Kraft verantwortlich. Also der Beobachter in S Stern beobachtet die Beschleunigung minus a Pfeil, weil d2r Stern nach dt Quadrat ist das, was er beobachtet, ist minus a Pfeil. Und wenn man eine Beschleunigung beobachtet, macht man dafür eine Kraft verantwortlich. Macht dafür die Kraft, eine Kraft verantwortlich. Und diese Kraft ist eben Masse mal Beschleunigung. Die Kraft bezeichne ich als F Pfeil T. Und das ist also dann minus M mal A Pfeil. Masse mal diese Beschleunigung minus A Pfeil. Und diese Kraft, die der verantwortlich macht, die nennen wir eine Trägheitskraft. Im Gegensatz zu dieser hier als eingeprägten Kraft bezeichneten Kraft. Eine Trägheitskraft. Na, und was das bedeutet, kann man sich wieder an diesem Zugsmodell überlegen. Wenn wir also einen Zug betrachten, der beschleunigt aus der Station herausfährt, dann ist es so, dass wenn da drin ein Koffer steht mit reibungsfreien Rollen, heutzutage haben die Koffer oft schon recht gute Rollen, nicht, damit man es leicht führen kann. Nicht? Und es steht halt vielleicht am Gang draußen vor den Abteilen. Sie kennen ja, das ist, wie das so ist in einem Zug. Und jetzt steht der da draußen, dieser Koffer. Der Zug fährt beschleunigt an. Na, was beobachtet also jetzt der Beobachter in S? Na, zuerst der in S Stern, der Mitreisende. Der schaut auf einmal und sieht, dass sein Koffer sich nach hinten beschleunigt wegbewegt. Und freut sich gar nicht darüber, weil der will ja seinen Koffer bei sich haben. Nicht? Und für diese Beschleunigung macht er eine Kraft verantwortlich, die den Koffer nach hinten wegzieht. Und das nennen wir die Trägheitskraft.
Und die ist also minus m mal a Pfeil, weil sie ja in die Gegenrichtung beschleunigt ist, zum Zug, der ja rausfährt aus der Station. Nicht? Also das ist die Kraft, die der verantwortlich macht. Andererseits der Beobachter in S, der jetzt schon oft zitierte Bahnhofsvorstand, nicht? Sofern der noch personell besetzt ist, der Bahnhof heutzutage, ist ja das eh schon. Na gut, aber es wird schon noch irgendeinen Bahnhofsvorstand geben, der dann pfeift, wenn es wegfährt. Der beobachtet keine Kraft, weil wenn der den Koffer anschaut, der bleibt, wo er ist. Der Zug beschleunigt sich unter ihm weg und die reibungsfreien Rollen sorgen dafür, dass der Koffer ist, wo er ist. Das heißt, er beobachtet auch keine Kraft, weil es wirken ja auch keine eingeprägten Kräfte auf den Koffer, weil es ja keine Reibungskräfte gibt. Und der Mitreisende beobachtet den Koffer nur missvergnügt und sieht, wie er sich halt beschleunigt von ihm wegbewegt. Ich glaube, das kann man sich sicher gut vorstellen. Jetzt aber wollen wir den anderen Fall betrachten, dass der Massenpunkt unbeschleunigt im System S-Stern ist. Also der zweite Fall, den wir jetzt betrachten, ist, der Massenpunkt, in unserem Fall, also bei dem Beispiel der Koffer, sei unbeschleunigt in S-Stern. Also gegen das beschleunigte Bezugssystem soll er unbeschleunigt sein. Das heißt, d2r Stern nach dt Quadrat ist gleich 0. Na und was bedeutet das? Wenn d2r Stern nach dt Quadrat gleich 0 ist, also der Körper ruht in dem beschleunigten System, dann wird nach der Beziehung d2r nach dt Quadrat gleich a sein. Aber jetzt plus a natürlich. Und was bedeutet das jetzt? Der Beobachter in S-Stern, der Mitreisende, das ist der, der also dieses d2r Stern nach dt Quadrat beobachtet, beobachtet keine Kraft, keine Gesamtkraft, weil ja der Körper, der Koffer, unbeschleunigt ist und kann auch sein, insbesondere, dass er ruhend ist. Weil das ist ja ein Spezialfall von unbeschleunigt. Unbeschleunigt oder sogar ruhend. Andererseits muss man sich überlegen, wie kann es denn sein, dass man diesen Massenpunkt bezüglich S-Stern unbeschleunigt hält? Also um diesen Massenpunkt gegen das S-Stern unbeschleunigt zu halten, ist jetzt eine entsprechende Kraft erforderlich. Und das sehen Sie aus dieser Beziehung. Denn das d2r nach dt Quadrat, das ist jetzt was Handfestes. Also das ist alles handfest, aber das ist noch handfester. Weil das bedeutet ja eine Beschleunigung relativ zu einem Inertialsystem. S ist ja das Inertialsystem und die ist a. Das heißt aber, dass da eine Kraft wirken muss und zwar eine eingeprägte Kraft, die dafür sorgt, dass dieser Körper eben die Beschleunigung a erhält. Also, dass man eben diese Beschleunigung erreichen kann. Es ist eine Kraft erforderlich und diese Kraft nenne ich jetzt F-Pfeil und dies natürlich Masse mal dieser Beschleunigung, Masse mal A-Pfeil.
Und diese Kraft, die bezeichnen wir jetzt im Gegensatz zu der Trägheitskraft als eine Führungskraft. Und was bedeutet das? Diese Kraft ist eine eingeprägte wirkliche Kraft in dem Sinn, dass sie eine Beschleunigung relativ zu einem Inertialsystem hervorruft. Also während die Trägheitskraft eben eine Trägheitskraft ist, die, wenn man die Sache aus einem Inertialsystem aus betrachtet, dann gar nicht mehr vorhanden ist, weil der Koffer aus der Sicht des Bahnhofsvorstandes ja gar nicht beschleunigt ist, ist das hier so, dass das also tatsächlich eine eingeprägte Kraft ist. Ich schreibe das da eigens noch in Klammer dazu. Naja, und warum nennt man denn sowas eine Führungskraft? Also sagen wir uns erst der Beobachter in S, um das zu komplettieren, und dann wollen wir wieder auf die Bahn übergehen. Beobachter in S, der beobachtet nur die Führungskraft. Beobachtet nur Führungskraft, aber keine Trägheitskraft. Warum? Weil in S, das ist der d2r nach dt Quadrat sieht. Und das ist einfach die Beschleunigung a. Und m mal a ist eine Kraft, die dieser Beobachter im Inertialsystem S beobachtet. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was das wieder mit dieser Eisenbahngeschichte zu tun hat. Jetzt werden wir die nämlich noch um einen Aspekt bereichern. Der Zug fährt also aus dem Bahnhof heraus. Der Reisende beobachtet, dass sich da draußen am Gang neben seinem Abteil sein Koffer da beschleunigt nach hinten weg zu bewegen beginnt. Und jetzt ist es ein gewiefter Mitreisender. Nicht? Der denkt sich, nein, ich will nicht, dass der weg ist, und schnappt den Koffer und hält ihn, damit er ihm nicht davonrennt. Damit führt er den Koffer mitsamt dem beschleunigten Zug mit und hält ihn damit in Ruhe, relativ zu dem beschleunigten Zugsystem. Und das ist die Situation, wenn der Massenpunkt, sprich der Koffer, ruhend ist, relativ zu S-Stern. Und wie halte ich ihn in Ruhe? Indem ich eine Führungskraft auf den Koffer ausübe. Das ist aber jetzt eine eingeprägte Kraft. Das ist denn seine Muskelkraft, mit dem er den Koffer mitführt, damit er ihm nicht davorrennt und irgendwo dann am Ende des Waggons oder weiß Gott wo landet. Nicht? Und diese Führungskraft kann man nun so ansehen, das ist die Kraft, die er aufwenden muss, um die aus seiner Sicht auftretende Trägheitskraft gerade zu kompensieren, sodass dann die Summe dieser beiden aus der Sicht dieses beschleunigten Zugsystems gleich Null ist, sodass der Körper dann eben relativ zu S-Stern in Ruhe oder unbeschleunigt bleibt. Also so können Sie sich das, glaube ich, sehr klar vorstellen. Die Trägheitskraft tritt auf, wenn man sich in diesem beschleunigten Bezugssystem befindet und einfach beobachtet, dass dieser Koffer halt nach hinten weg beschleunigt wird. Man macht dafür die Trägheitskraft verantwortlich. Wendet man eine Führungskraft an, um diese Trägheitskraft zu kompensieren, das ist ja plus m mal a und das ist minus m mal a, die kompensieren einander gerade, dann führt man diesen Koffer, diesen Massenpunkt, diesen Körper mit dem beschleunigten Bezugssystem mit. Aus der Sicht dieses
des Systems S-Stern, des Zuges, ist der kräftefrei, weil er ja in Ruhe ist relativ zum Zug. Aber es benötigt zwei Kräfte, die einander gerade kompensieren. Aber wichtig ist jetzt, den identen Vorgang mit dem Reisenden, der seinen Zug hält, seinen Koffer hält, nicht? Diesen Vorgang kann natürlich auch der Bahnhofsvorstand betrachten. Naja, der sieht den Koffer wahrscheinlich nicht. Aber jetzt machen wir noch eine weitere Abstraktion und sagen, der Zug ist aus Glas. Na, jetzt wird es also ein bisschen unrealistisch, nicht? Aber Sie können sich ja trauen, da ist ein hoher Koffer, der noch beim Fenster vorschaut oder so irgendwie. Sie können es sich schon vorstellen, nicht? Dann, was beobachtet also jetzt dieser Bahnhofsvorstand? Der sieht, dass der Zug sich beschleunigt herausbewegt, sieht, dass der mit seiner Kraft den Koffer hält und der Koffer bewegt sich ebenso mit der gleichen Beschleunigung hinaus. Das heißt, aus seiner Sicht gibt es eben diese eingeprägte Führungskraft, aber sonst nichts. Der beobachtet einfach, dass der Koffer aus seiner Sicht sich beschleunigt bewegt. Die Beschleunigung ist gleich der Beschleunigung des Zuges und er macht dafür korrekterweise die Muskelkraft des Mitreisenden verantwortlich. Die beschleunigt den Koffer einfach, wie es ja letztlich auch ist, nicht? Das heißt, aus der Sicht des Zuges, also ein beschleunigtes Bezugssystem, gibt es neben der eingeprägten Führungskraft, weil der muss seine Muskelkraft anwenden. Das merkt auch der, der im Zug sitzt, in gleicher Weise. Gibt es zusätzlich eine Trägheitskraft, die gerade durch diese Muskelkraft kompensiert wird, sodass der Körper aus der Sicht des Zuges in Ruhe bleibt. Während aus der Sicht des Bahnhofsvorstandes tritt diese Trägheitskraft gar nicht auf, wohl aber in unveränderter Form die eingeprägte Kraft. Und das ist das dahinterliegende Prinzip. Die eingeprägten Kräfte sind stets vorhanden, egal in welchem Bezugssystem man sich befindet. Aber wenn man sich in beschleunigten Bezugssystemen befindet, treten zusätzlich zu diesen eingeprägten Kräften, und das waren bisher alle Kräfte, die wir betrachtet haben, noch eine solche neue Art auf, nämlich die Trägheitskräfte, die man einfach verwenden kann, um diese scheinbar merkwürdigen Bewegungen relativ zu diesem beschleunigten Bezugssystem in einer einheitlichen Weise interpretieren zu können. Gleich, sofort. Der Hauptpunkt ist, eingeprägte Kräfte kann man durch Transformation auf andere Bezugssysteme nicht wegbringen. Trägheitskräfte aber schon, indem man auf ein Inertialsystem transformiert. Sich also aus dem System des beschleunigten Zuges in das System des Bahnsteiges begibt. Dann hat man auf ein Inertialsystem transformiert und aus der Sicht dieses Systems sind die Trägheitskräfte, sprich diese Kraft da, weg. Aber die Führungskraft als eingeprägte Kraft bleibt. Trägheitskräfte kann man durch Transformation auf geeignete Inertialsysteme zum Verschwinden bringen, eingeprägte Kräfte nicht. Hat das jemand nicht verstanden? Gibt es dazu Fragen? Sie wollten was wissen. Also kann man dann generell sagen, dass die Summe aller Führungskräfte in dem System gleich der Kraft ist, die es überhaupt erst braucht, um das ganze System zu beschleunigen? Die Frage war, ob da die gesamte Kraft, die benötigt wird, das ganze System zu beschleunigen, da dann auch noch mit dazukommt. Darüber machen wir hier ja gar keine Aussage. Die Sache mit dem Zug ist ja nur ein Modell, das wir uns heute hernehmen, damit wir uns das gut vorstellen können. Aber welche Masse da mit dem Zug verbunden ist, das steht ja gar nicht zur Diskussion. Wir reden ja hier nur von beschleunigten Bezugssystemen. Und das sind einfach Koordinatenachsen. Die haben keine Masse, die man beschleunigen muss. Das ist nur ein Bezugssystem, das man heute auf dem einen oder auf dem anderen
System, das heute halt da betrachtet wird, fixiert gewissermaßen. Das ist eine andere Frage, ob Sie sich jetzt fragen, wie groß ist jetzt die Kraft, die Sie brauchen, den ganzen Zug zu beschleunigen. Das geht in ähnlicher Weise, nur das wird ein bisschen mehr sein, weil der Zug größere Masse hat als der Koffer. Aber im Prinzip ist die Sache völlig analog. Also es geht in dem Fall, den wir jetzt betrachten, ja hier nur um einen Massenpunkt, unseren Koffer. Und das mit dem Zug, das ist unser Modell. Ich könnte das Modell noch etwas abstrakter machen und sagen, der Zug soll nicht nur aus Glas sein, sondern auch masselos. Wäre natürlich eine sehr gute Energieersparnis, weil da braucht man dann viel weniger Energie, um ihn zu beschleunigen. Aber masselose Züge, das wird nichts. Nicht? Beantwortet das Ihre Frage? Noch irgendwas? Das führt oft zu Verwirrungen, diese Geschichte mit den Trägheitskräften. Deswegen habe ich das sehr genau mit Ihnen besprochen, damit Sie hoffentlich die Sache wirklich gut verstehen. Bitte. Wenn ich das richtig verstanden habe, herrscht dann im Inertialsystem keine Trägheitskräfte. Richtig. Die Frage war, ob in Inertialsystemen keine Trägheitskräfte vorkommen. Jawohl, so ist das. Also in Inertialsystemen gibt es keine Trägheitskräfte. Die treten erst auf, wenn man ganz allgemein ein Bezugssystem betrachtet, das relativ zu einem Inertialsystem beschleunigt ist. Das ist ja der Grund, warum der Galilei schon recht gehabt hat, dass er gesagt hat, das heliozentrische System ist gescheiter. Weil das ist weitgehend, wenn vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch weitgehend ein Inertialsystem. Während das geozentrische System mit der Erde, die um ihre eigene Achse und um die Sonne rotiert, natürlich in hohem Maß kein Inertialsystem ist. Da treten dort zusätzliche Kräfte auf. Nur andererseits wieder, so bedeutend sind diese Kräfte auch wieder nicht, weil sonst müsstet ihr uns an die Decken hauen vor lauter Zentrifugalkraft. Das passiert ja eben nicht. Und weil das nicht so ist, haben die Leute das irgendwie nicht wahrhaben wollen. Wäre die Beschleunigung so groß, weil die Erde viel schneller rotiert, dann wäre gar niemand auf die Idee gekommen, zu glauben, dass das also ein genauso gutes System ist sozusagen. Nur weil die Effekte so klar ist und erst der Herr Foucault mit seinem Pendel, wo das also ganz wenig abweicht, so wenig macht es aus, aber da hat man es dann doch sehen können. Wenn das substanziellere Effekte wären, dann wäre ja gar keiner auf die Idee gekommen zu glauben, dass das geozentrische System genauso gut oder vielleicht sogar besser als das heliozentrische ist. Nicht? Daran liegt das, aber wir wissen das also heute. Gut. Ist ja also runtergefallen oder holt jemand was? Runtergefallen. Also nachdem ich hoffe, dass Sie das jetzt gut verstanden haben, beginnen wir die Rotation von Bezugssystemen zu besprechen. Damit werden wir heute nicht fertig werden. Aber bleiben Sie noch gut dabei mit Ihrer Konzentration. Es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Denn genau genommen war das ja eigentlich total einfach. Was haben wir denn da schon groß gemacht? Diese Koffergeschichte können Sie jedem Kind sofort erklären. Und die Gleichungen, das ist ja gar nicht der Rede wert, was wir da eigentlich aufgeschrieben haben. Nicht? Jetzt wird es ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen komplizierter. Also gestern hatten wir begonnen, über die Translation von Bezugssystemen zu sprechen und haben die gleichförmige Bewegung und die gleichförmig beschleunigte Bewegung besprochen. Beides Translationsbewegungen. No rotation. Jetzt ist andersherum. Es ist keine Translation. Jetzt wollen wir nur Rotation betrachten. Und da schaut die Geschichte dann doch etwas anders aus. Ohne Translation. Ja, und da ist es jetzt so, dass wir einmal
eine gewisse sinnvolle Wahl des Bezugs, des Ursprungs oder der Ursprünge wählen wollen. Na, nachdem keine Translation vorliegt, ist es doch einmal gescheit, wenn man die beiden Ursprünge O und O-Stern zusammenlegt. Die sind dort und bleiben dort. Das eine ist der Ursprung des Inertialsystems und das andere ist der Ursprung des dagegen rotierenden Systems. Aber noch zusätzlich ist gescheit, bei einer Rotation, da gibt es ja immer eine Drehachse, eine Rotationsachse, das ist ja jedem klar. Nicht? Und die Rotationsachse hat die Eigenschaft, dass auf der Achse auch die Punkte im rotierenden System in Ruhe bleiben. Das ist, was man unter einer Achse versteht. Auf der Achse ruhen die Punkte auch des rotierenden Systems. Und wenn wir nicht wollen, dass die Ursprünge da irgendwo so herumwandeln, legen wir diese zwei Ursprünge O gleich O Stern auch auf die Achse. Das wird vernünftig sein. Wir haben jedenfalls die Freiheit, das zu tun. Also machen wir es doch. Wir haben also O gleich O Stern und wir legen es auf die Drehachse. Und jetzt zeichne ich das einmal kurz auf. Und das erfordert jetzt ein bisschen Mitdenken. Seien Sie aufmerksam, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Das ist die Drehachse und das ist halt so eine Bahnkurve bei der Drehung. Und da vom Zentrum aus, muss ich nicht, tue ich halt, trage ich den Winkelgeschwindigkeitsvektor auf. Haben Sie es schon vergessen? Na, hoffentlich nicht. Der Winkelgeschwindigkeitsvektor ist ein Vektor, dessen Länge ist die Winkelgeschwindigkeit. Und die Winkelgeschwindigkeit ist der überstrichene Winkel pro Zeiteinheit. Ja, das wissen Sie alle. Und er liegt parallel zur Drehachse oder in der Drehachse. Wurscht. Und dann gibt es noch so eine Schraubenregel, nicht? Und meistens oder eine Handregel. Und wenn Sie das also so herumdreht und Sie tun da die Finger der rechten Hand so, dann zeigt er dort drauf. Wir wollen uns das mit diesen komischen ganzen Pseudogeschichten und hin und her gespiegele jetzt gar nicht antun. Es schaut ja nichts. Alle Systeme, die wir betrachten, sind jetzt Rechtssysteme und damit Schluss. Aber das geht natürlich alles auch für Linkssysteme, dann klappt das alles um, das macht die Geschichte noch unübersichtlicher, also lassen wir das. Brauchen wir ja nicht. Wir haben ja die Wahl, das so zu machen. Naja, und da herunten seien also jetzt die Ursprünge O gleich O Stern. Und die bleiben dort, weil die Drehachse, das ändert sich also nichts. Und irgendwo, vielleicht da heroben, gibt es also wieder so einen Massenpunkt, den wir betrachten wollen, so wie wir das vorhin mit dem Koffer gemacht haben. So wird das jetzt, in weiterer Folge wird das jetzt ein Kind am Ringelspiel sein, aber das warten wir erst. Und dieser Massenpunkt hat dann, nein, das habe ich nicht ganz getroffen, einen Ortsvektor. Und das ist jetzt einmal die erste Geschichte, die man verdauen muss. Der Ortsvektor R-Pfeil, der ist auch immer gleich R-Stern-Pfeil. Das ist ein großer Unterschied. Bei der Translation war es so, dass der eine Ursprung sich vom anderen wegbewegt hat und wenn man da irgendeinen Punkt hat, dann hat er da den einen Ortsvektor, da den anderen Ortsvektor. Nachdem die da alle bei bleiben, ist der Ortsvektor aus dem Sicht von S und S-Stern derselbe. Naja, aber irgendwas muss ja da anders sein. Und das werden wir uns also jetzt genauer anschauen. Nämlich, jetzt gibt's da von O und O Stern ausgehend wieder einmal diese ewigen Vektordreibeine, nicht? Also EX-Dach, EY-Dach, EZ-Dach und dann noch das zweite System, das da relativ zu dem ersten rotiert. Aber beide haben immer den Ursprung da. Und damit man sich das gut ausrechnen kann, betrachte ich jetzt einmal aus der Sicht des nicht rotierenden Systems S
Jetzt ist wieder die Frage, was heißt nicht rotierend? Ich meine des Inertialsystems S. Und ein Inertialsystem, das nenne ich nicht rotierend. Relativ wozu, das bleibe dahingestellt. Nach dem Machschen Prinzip heißt das nicht rotierend, relativ zu den umgebenden Körpern des Universums. Aber auf das wollen wir uns gar nicht näher einlassen. Da wollte jemand was. Und was wollen wir denn rotieren? X um Y oder um Z? Wir rotieren um diese Achse. Das braucht jetzt nicht festgelegt sein, welche. Die können alle irgendwie schief sein. Die Achse geht da so durch und es rotiert um diese Achse. Verstehen Sie mich? Es braucht keine bestimmte Koordinatenachse sein, um die rotiert. Rotiert wird um den Winkelgeschwindigkeitsvektor. Und der braucht nicht parallel zu einer Koordinatenachse sein. Ja? Also, damit wir das jetzt beschreiben können, betrachten wir aus der Sicht des Systems S-Stern, S-Stern ist das Rotierende, S ist das Inertialsystem, betrachten wir aus der Sicht des ruhenden Systems, wie sich die Basisvektoren des rotierenden Systems bewegen werden. Und angenommen, das hier ist der Basisvektor EX Dach Stern. Und Herr Kollege, es ist nicht in der Rotationsachse. Und die anderen zwei, EY Dach Stern und EZ Dach Stern, brauchen das genauso wenig sein. Sie sind ein Dreibein, das irgendwie um eine Achse rotiert. Ja? Und wenn wir uns jetzt anschauen wollen, wie der rotiert, na, dann wird die Spitze von diesem Basisvektor auf diesem Kreis hier rotieren. Ja, muss ich das so vorstellen? Die Spitze rotiert da rund um die Drehachse herum. Und für EY-Dach und EZ-Dachstern gilt dasselbe. Aber ich zeichne nur das eine ein, sonst wird das also überladen da. Und was wir jetzt für das Weitere brauchen werden, dann nächste Woche Montag, das war wichtig, dass wir das dann schon haben, ist, was ist die zeitliche Ableitung von diesem EX-Dachstern? Und da greifen wir jetzt formal auf die Kreisbewegung zurück. Gut, dass wir die schon in der Kinematik gemacht haben. Da ist das ja dann der Ortsvektor eines Punktes. Und das ist die Geschwindigkeit dieses Punktes bei der Rotation. Und diese Geschwindigkeit ist ja nichts anderes als die zeitliche Ableitung des Ortsvektors. Hier ist es also so, dass diese Geschwindigkeit der Spitze des X-Basisvektors im rotierenden System einfach dEx-Stern nach dt ist. Und wie, da sind wir heilfroh, dass die Zeit in allen Systemen immer die gleiche ist. Und dieses dEx-Stern nach dt, das wollen wir uns ausrechnen. Und wie machen wir das? Da gab es bei der Kreisbewegung eine sehr nützliche Beziehung. Die Beziehung für die Geschwindigkeit. Wir hatten für die Kreisbewegung die Beziehung, dass man die Geschwindigkeit V-Pfeil gleich dr-Pfeil nach dt ausrechnen kann als Omega Kreuz R. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch daran. Wenn nicht, dann schlagen Sie noch. Dann werden Sie das finden. V-Pfeil ist Omega Kreuz R. Damals habe ich Ihnen noch ins Gewissen geredet,
irren Sie sich nicht und schreiben es nicht Omega ist gleich V-Kreuz R. Das lest man und hört man immer wieder. Und das ist ein Blödsinn. Also V-Pfeil ist Omega Kreuz R. Na das, dieses DEX nach Stern nach DT, das ist so ein V-Pfeil, DR nach DT. Also werden wir auch hier erwarten, dass man hier dieses in analoger Weise, dass man hier erhält DEX nach Stern nach dt, das entspricht dem dr nach dt, ist gleich Omega Kreuz und der Ortsvektor ist ja hier in diesem Bild einfach der Vektor ex nach Stern. Also Sie sehen, man kann die zeitliche Ableitung des Vektors dx nach Stern nach dt sich auf diese Weise einfach ausrechnen. Dx nach Stern nach dt ist gleich Omega Pfeil Kreuz ex nach Stern, wobei Omega die Winkelgeschwindigkeit des rotierenden Systems S Stern relativ zu dem Inertialsystem S darstellt. Ja? Das wird Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, deswegen fragen Sie. Wir haben noch 2 Minuten. Traktieren Sie mich. Ja. Ist das nur der Fall, wenn Omega und R normal aufeinander stehen? Nein. Warum sollte es? Naja, damit Omega Kreuz R auch wirklich V ist. Das ist schon bei der Kreisbewegung so nicht gewesen. Wir hatten auch bei der Kreisbewegung den Ursprung zwar auf der Drehachse, aber bewusst nicht im Zentrum des Kreises gewählt. Schlagen Sie vor, Sie werden es sehen. Und haben dann gefunden, dass man diesen Vektor V-Pfeil als Omega Kreuz R, da haben wir das Omega da so hinauf aufgetragen, das R so hinaufgetragen und Omega Kreuz R ist dieser Vektor V. Ja? Passt so. Ganz allgemein. Noch was, bitte. Können wir nicht Semi einfach gleich lassen und einmal den Punkt rotieren lassen und einmal nicht? Das müssen Sie ein bisschen anders sagen, damit ich es verstehe. Ja, ich meine, im Endeffekt, ich schaue mir ja einmal das System in Ruhe an und einmal das System beschleunigt, also bewegt um die Drehachse. Das heißt, meine Koordinaten ändern sich. Also meine, mit jeder Drehung verändert sich der Ortsvektor von B, eben in Bezug auf das gedrehte. Und wo ist jetzt die Frage? Ja, man kann nicht einfach das Ganze weglassen und mein P drehen lassen, um die gleichen Koordinatenverschiebungen. Die Frage ist, warum kann man nicht alles lassen, wie es ist, und den Punkt P drehen? Aber das ist ja gerade die Überlegung bei dem Ganzen. Das System, das wir betrachten wollen, dem ist es ja egal, aus welcher Sicht wir es betrachten. Wir können nicht erst einmal den Punkt sagen, es fang an und dreh dich. Der Punkt tut, was er will. Man betrachtet ihn nun entweder aus der Sicht des einen oder aus der Sicht des anderen Bezugssystems. Und bei den translatorischen Verschiebungen der Bezugssysteme haben wir schon gesehen, was rauskommt. Und jetzt machen wir das in analoger Weise auch bei den rotierenden Systemen. Also man sieht hier, aus der Sicht des einen und des anderen Systems stellt sich das unterschiedlich dar. Wenn der Punkt zum Beispiel relativ zu dem Inertialsystem in Ruhe bleibt, dann wird er sich relativ zu dem rotierenden System drehen. Natürlich. Und alles, was wir anschauen, also einen Augenblick noch Geduld haben, nur mehr 1 Minute. Alles, was wir hier betrachten, ist, dass wir eben anschauen, wie bewegen sich die Basisvektoren des rotierenden Systems S-Stern relativ zu dem Inertialsystem mit den Basisvektoren ohne Stern. Denn die sehen wir ja als in Ruhe an, relativ zu einem Inertialsystem. Und da kommt man mit dieser relativ einfachen Analogiebetrachtung auf diese Beziehung für den Basisvektor EX nach Stern. Und da kommt man jetzt in gleicher Weise, wenn man also stattdessen EY nach und EZ nach Stern betrachtet, auf das Analoge.
DEY-Dachstern nach DT ist gleich Omega Kreuz EY-Dachstern und DEZ-Dachstern nach DT ist gleich Omega Kreuz EZ-Dachstern. Das sind die drei wesentlichen Zusammenhänge, die wir benötigen werden, um dann am Montag tatsächlich die Situation in einem rotierenden Bezugssystem durchrechnen zu können. Und dabei kommen wir dann gleich, wie Sie sehen werden, auf zwei Arten von Trägheitskräften, nämlich auf die Zentrifugalkraft, die jedes Kind kennt, und die Corioliskraft, die genauso wichtig ist und die heute nicht jedes Kind kennt. Und das werden wir uns am Montag dann genauer anschauen. Wir nehmen immer jetzt an, dass das Basisvektoren sind, die orthonormal sind, in beiden Systemen. Beides hat kartesische Koordinaten. Also jetzt habe ich Sie lang genug aufgehalten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag.